Das Wort hat nun Manuel Sarrazin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, die voreilige Bewegung gerade kam daher, dass es schon so in mein Blut hinübergegangen ist, immer nach der Linken zu reden. Aber wir haben ja Hoffnung, dass sich das irgendwann auch wieder ändert. Weil, Herr Hunko, ich habe nur 4 Minuten und ich möchte mich gar nicht zu sehr mit Ihnen auseinandersetzen, weil Sie ja in vielen Punkten auch sozusagen Verbesserungspotenzial bei den Vorstellungen der Kommission erkennen, das wir auch erkennen. Aber es trennt uns mal wieder dieser grundsätzliche Unterschied, ob man eigentlich Europa dann voranbringt, wenn man immer alles schlecht redet und sagt, oder wenn man konstruktiv sagt, ist es nicht so, dass wir keine Kritik hätten, aber wir engagieren uns für Verbesserungen und zwar ernsthaft und frühzeitig. Deswegen ist dieser Vergleich mit einer Massenpetition eben nicht richtig, weil wir daraus mehr machen wollen als nur eine Petition. Das ist genau das Anliegen von uns. Wir wollen, dass das Instrument ernsthaft genutzt wird, um daraus mehr zu entwickeln, damit es ein Anfang ist auf einem Weg. Und wenn man jetzt es in der Art und Weise bewertet, wie Sie es haben, dann werden diese Chancen leider nicht wahrgenommen werden. Aber, Herr Hunko, ich muss Ihnen zugutehalten, dass ich eigentlich den wesentlichen Teil meiner Redezeit darauf verwenden wollte, mit dem Herrn Heuer und der Koalitionsseite hier zu sprechen. Ich finde, dass wir eine Riesenchance verpassen. Und Herr Golombok, das, was Sie gerade vorgetragen haben, wird von der Regierung im Rat nicht gemacht. Die Regierung hat angekündigt im Rat allgemeine Angelegenheiten, dass sie die Grundlagen der Kommission gut findet. Ich sehe nicht, dass die Bundesregierung sich für ein einfaches Verfahren einsetzt. Ich sehe nicht, dass die Bundesregierung die Zulässigkeitsprüfung an den Anfang stellen möchte, was ich für gefährlich halte. Stellen Sie sich vor, 300.000 Leute sammeln Stimmen, sagen wir mal, gegen den Walfang oder sagen wir mal, für mehr liberale sonst was. Ja? Und dann, ja, würde ja vielleicht gut, sagen wir für eine Steuererleichterung für Hoteliers zum Beispiel, ja, könnte ja sein, wobei solange Sie in Parlamenten sitzen, muss da ja keine Petition für einreichen. Nein, aber nehmen wir das mal. 300.000 Leute und dann sagt die Kommission, ja, da ist das Komma falsch, ist falsch formuliert, ungültig. Was glauben Sie, was das eigentlich auslöst bei den Menschen? Die in Brüssel hören nicht auf uns, wird die Reaktion sein. Deswegen, Herr Staatsminister Heuer, setzen Sie sich dafür ein, dass die Zulässigkeitsprüfung am Anfang kommt. Wahlalter. Gerade junge Menschen sind europabegeistert. Ich war gerade am Wochenende in einer überparteilichen Funktion wieder bei JEF, bei Ihrem Bundesausschuss. Gerade junge Menschen sind europabegeistert. Ich glaube, das Wahlalter bei der Bürgerinitiative allgemein auf 16 zu senken, wäre ein Zeichen an diese jungen Menschen, dass sich ihr Engagement für Europa lohnt. Datenschutz, Online-Sammelsysteme. Wir haben da Vorschläge gemacht. Wir finden nicht, dass einfach jeder Initiator schön sammeln kann und dann für 7 € pro Adresssatz nachher die online gesammelten Daten weiterverkaufen kann. Wir wollen, dass es eine zentrale Lösung gibt. Und das heißt vielleicht auch mal ein bisschen mehr Bürokratie, wenn die Lösung gleich unter europäischen Datenschutzstandards zentral organisiert wird. Aber das ist notwendig, dass das passiert. Die Quoren sind wichtig. Die Quoren sind wichtig. Ich glaube, dass wir die Quoren nicht zu hoch setzen sollten. Ich glaube, dass ein Drittel der Staaten nicht richtig ist, sondern ein Viertel richtig ist. Aber ich muss auch sagen, ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen einfach online ihre Stimme abgeben können. Sonst wird dieses Instrument nicht gut wirken können. Deswegen, sehr geehrter Staatsminister Heuer, muss ich leider attestieren, die politische Bedeutung der Bürgerinitiative ist von Ihnen nicht erkannt worden. Sie sind nicht der Anwalt der Bürgerinnen und Bürgerinteressen, sondern Sie sind leider bisher nur der Anwalt der Kommission. Das können Sie noch ändern. Entweder indem Sie hier vom Haus einen der Anträge der Opposition, zumindest den der Grünen und der SPD, beschließen, oder indem Sie, Sie es zwar hier nicht beschließen, aber im Rat sich trotzdem für die von uns vorgelegten Punkte einsetzen. Dann würden wir die Chance nutzen, tatsächlich ein weiteres Element für höheres demokratisches Niveau in der Europäischen Union einzusetzen. Und nicht nur immer über das Thema Vertrag von Lissabon, heißt mehr Demokratie, abstrakt zu reden, sondern auch konkret etwas dafür zu tun. Danke sehr. Das Wort hat nun